Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mit einer riesigen Infoflut zu GTA 5. Rockstar Games hat uns in den letzten Tagen wirklich nicht hängen lassen. Erstmal haben sie uns 3 Trailer geboten und direkt am darauffolgenden Tag, also gestern, haben sie uns auch noch eine wirkliche große Infoflut geliefert. Und die wirklich wichtigsten Sachen davon habe ich mir mal rausgeschrieben, habe ich ein bisschen überarbeitet, durchgearbeitet. Und will sie euch nun präsentieren. Im Hintergrund werdet ihr auch noch dazu die neuen Screenshots sehen, die Rockstar Games auch gestern veröffentlicht hat. Es müssten 20 Stück an der Zahl sein. Die könnt ihr euch dabei mal in Ruhe wirklich schön genau unter die Lupe nehmen und wirklich genießen. Gut, fangen wir jetzt auch an, ohne wirklich die Zeit zu verlieren. Ich habe mir hier, wie gesagt, schon Notizen gemacht. Und das erste wird sein, ihr habt ja 3 Hauptcharaktere, das sollte mittlerweile wirklich jeder wissen. Michael, Trevor und Franklin. Und zwischen den Charakteren könnt ihr auch, während ihr ganz normal im Spielen seid, wechseln. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus, dass ihr könnt euch das ähnlich wie bei Google Earth vorstellen. Also ihr wechselt den Charakter, dann geht die Kamera, dann zoomt die aus der Map raus und fliegt dann über die Map. Und dann zu dem jeweiligen Charakter, wo ihr halt hin switchen wollt. Und steigt dann in den sozusagen ein. Mit einem Vogelflug in dem Sinne, aus der Vogelperspektive. Je nachdem, wie weit der Charakter weg ist, in den ihr reinwechseln wollt, umso schneller oder langsamer geht es natürlich auch. Und das war so die erste Nachricht, die man finden konnte. Jeder dieser Charaktere wird eigene Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel Ausdauer schießen, Stärke, Fliegen fahren und so weiter und so fort. Beispielsweise Trevor hat die Fähigkeit Stärke, das heißt, er hat doppelt so viel Schaden für begrenzte Zeit. Michael hat die sogenannte Bullet Time, die jedem schon bekannt sein sollte aus Max Payne 3. Das heißt, dass man in Zeitlupe den Gegner erschießen kann und anvisieren kann. Wie gesagt, das Ganze ist immer auf ein Zeitlimit begrenzt. Und Franklin hat zum Beispiel verlangsamte Zeit. Das heißt, wenn ihr Autos zum Beispiel mit dem fahrt und ein riskantes Manöver machen müsst, dann könnt ihr diese Zeitlupe aktivieren und dann könnt ihr wirklich spannende Manöver fahren, je nachdem, wie ihr das einsetzen braucht. Aber wie gesagt, ist alles nur auf Zeit begrenzt und nachdem das dann abgelaufen ist, füllt sich das wirklich langsam auch nur auf. Verschiedene Fähigkeiten können auch gesteigert werden und auch gelevelt werden, wie man es ja schon aus GTA San Andreas kannte. Aber dazu ist eins zu beachten, meinetwegen, wenn ihr jetzt mit Trevor zum Beispiel euer Autoskill verbessert, ihr werdet niemals über den Autoskill von Franklin kommen, da das ja schon bei ihm die standardmäßige Fähigkeit ist. Also, ihr könnt zwar bei jedem das gleiche, sag ich mal, leveln, aber halt niemals die Fähigkeit oder die Hauptfähigkeit eines anderen Charakters übertreffen. Es gibt zum Beispiel auch noch die Fähigkeit oder die aufzulevelnde Fähigkeit Stealth. Das ist zum Beispiel wichtig für manche Missionen, dass ihr halt unentdeckt irgendwo rumschleichen könnt. Und diese ganzen Sachen könnt ihr leveln, indem ihr kleine Missionen macht, wie zum Beispiel Überfälle, kleinere, oder mit euren Freunden abhängt und bestimmte Aktivitäten halt dafür ausführt. Aber das Ganze werdet ihr natürlich dann im Spiel hinterher sehen. Boote zum Beispiel sind manchmal mit Extras ausgestattet, wie zum Beispiel Flossen, Sauerstoffflaschen und so weiter und so fort, damit ihr halt auch die Unterwasserwelt erforschen könnt, weil dort sind verborgene Schätze, so wurde es gesagt, versteckt. Und das kann man wahrscheinlich ähnlich damit vergleichen, wie zum Beispiel die fliegenden Ratten in GTA 4 oder die Päckchen in GTA Vice City war es, glaube ich. Also, da gibt es einige Sachen, die ihr entdecken könnt. Und was nochmal wirklich speziell erwähnt worden war, ist halt, dass es ein riesiges Ökosystem unter Wasser gibt. Also Haie, normale Fische, Wale zum Beispiel auch. Also es ist wirklich sehr belebt. Da kann man sich wirklich auf einige Sachen selbst unter Wasser freuen. Ich meine, das Tauchen war in GTA San Andreas das letzte Mal von der Partie. Und da hat schon eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, so Unterwasserhöhlen und so weiter und so fort. Und das Ganze wird halt ähnlich, denke ich mal, dann auch in GTA 5 oder sogar noch besser zurückkehren. Insgesamt könnt ihr sogar nicht nur 3 Charaktere spielen, sondern insgesamt 4. Im Singleplayer könnt ihr nämlich auch noch zu eurem erstellten Multiplayer-Charakter wechseln, mit dem ihr natürlich nur spielen könnt, wenn ihr gerade so Just for Fun durch die Gegend cruist. Und dann könnt ihr mit dem halt da auch ein bisschen abgammeln, abchillen, wie auch immer, was ihr mit dem machen wollt. Der Multiplayer und der Singleplayer werden sehr eng oder sehr stark miteinander verbunden sein.
War auch zu erwarten, das ist ja fast heutzutage in jedem Spiel, dass man irgendwie so einen Multiplayer-Zwang hat oder dass der Multiplayer sehr eng mit dem Singleplayer zusammen kooperiert. Aber wie gesagt, davon konnte man schon im Vorfeld ausgehen, da die Spiele mittlerweile fast nur noch darauf aufbauen. Dazu versicherte Rockstar Games, dass fünfmal so viele Fußgänger, also Passanten, in dem Spiel unterwegs sein werden als in GTA 4. Da bin ich mal wirklich gespannt, weil ich meine, wenn man in GTA 4 meinetwegen den Star Junction gesehen hat, also den Times Square, da war ja wirklich gähnende Leere. Also da war hier nebenan auf dem Friedhof wahrscheinlich mehr los. Und ja, das wird sich in GTA 5 auch ändern. Ich meine, in den Trailern sah es bisher noch nicht so aus, als ob es wirklich mehr Fußgänger gab. Ich bin mal wirklich gespannt, weil ich meine, zum Beispiel auf diesen Santa Monica Pier oder an den ganzen Stränden, da muss schon auf jeden Fall wirklich sehr viel los sein, damit das so das originale Flair bekommt. Aber da bin ich eigentlich mal sehr zuversichtlich. Ja, euer Telefon oder euer Handy, Smartphone wird auf den Namen iFruit hören. Das hat man ja schon von diversen Screenshots sehen können oder auch in dem ersten Trailer. iFruit. Und man hat verschiedene Apps. Drei davon sind noch nicht vorgestellt worden, aber die vorgestellt wurden, war einmal eine Kamera-App, eine Internet-Explorer-App und eine Social-Media-App, die halt der Social Club ist, den man schon von GTA 4 kennt, wo man halt Videos hochladen kann, Fotos hochladen kann oder auch Videos und Fotos auf sein eigenes Social Club-Profil hochladen kann. Wie ich schon in der ersten und im ersten Infoflut-Video vor fast einem Jahr gesagt hatte, wird das Spiel größtenteils auf Überfälle basieren, also viele große Überfallmissionen. Und um die zu perfektionieren, müsst ihr oder könnt ihr manchmal Mini-Überfälle machen, wo ihr dann Juweliere oder sonstiges, oder ich sag mal Sparkassen überfallt, um halt einfach eure Taktiken zu perfektionieren, weil oftmals habt ihr in der Mission nur ein Versuch, und wenn der schief geht, könnt ihr direkt alles wieder von vorne machen. Und deswegen sind diese Mini-Überfälle wirklich sehr wichtig, zumal ihr da auch wirklich Materialien sammeln müsst, wie zum Beispiel Masken, Waffen, Fluchtfahrzeug und diverse andere Materialien, damit ihr überhaupt in der Hauptmission richtig vonstatten kommt. Also damit ihr überhaupt da wirklich vorankommt. In GTA 4 oder in jedem anderen GTA war es halt der Fall, dass man halt alle Sachen mal von vornherein gestellt bekommen hat. Hier ist es wirklich anders und das finde ich wirklich genial. Also man muss halt wirklich sehr ja, überlegt an die Sache rangehen. Dazu braucht ihr für bestimmte Überfälle auch natürlich eine Crew, womit ihr es macht. Und damit die Crew nicht irgendwie wirklich auf den Kopf gefallen ist, könnt ihr die bezahlen. Wenn ihr für eine Crew viel Geld ausgibt, ist sie natürlich mehr qualifiziert, als wenn ihr für die Crew nur wenig Geld ausgibt. Und somit dann nur, ich sag mal, eine Crew habt, die halt wirklich weniger qualifiziert ist und in dem Falle vielleicht nicht so gut mitarbeitet, nicht so gut vielleicht gepanzert ist oder nicht so gut ausgerüstet ist mit Waffen und so weiter und so fort, auch von den Taktiken her. Also müsst ihr gucken, wie ihr euer Geld anlegt und das kann echt ganz spannend werden und somit ist auf jeden Fall schon mal vergesichert, dass ihr auf jeden Fall Möglichkeiten findet, euer Geld irgendwie sinnlos oder in dem Falle wirklich wertvoll auszugeben. So, nun kommen wir zu einer ganz großen Neuigkeit oder zu einem ganz großen Comeback, mehr gesagt. Das Tunen ist zurück und es ist wirklich noch größer als San Andreas. Es ist bestätigt worden, dass ihr die Felgen ändern könnt, die Fensterscheiben, Lackierung, Spoiler, Fahrwerk, Motorbremsen und so weiter und so fort. Also ihr könnt alles wieder machen. GTA macht Need for Speed Konkurrenz. Ich meine, nachdem Need for Speed in den letzten Jahren so abgebaut hat, bietet das Spiel jetzt schon fast mehr. Dazu gibt es auch eine Waffenanpassung. Da muss ich einfach an Call of Duty denken. Tut mir leid, ich will das Spiel auf gar keinen Fall mit Call of Duty vergleichen, aber Call of Duty war halt so damals das erste Spiel, wo man wirklich die Waffen so anpassen konnte, wie man wirklich will. Auch nur aus dem Grund vergleiche ich es halt damit. Und ihr könnt zum Beispiel größere Magazine auf eure Waffen packen, Laservisier, ein Zielfernrohr, ein Schalldämpfer und so weiter und so fort. Könnt ihr alles anpassen. Es gibt auch wieder die Charakteranpassung. Ihr könnt die Kleidung wechseln, ihr könnt Frisur wechseln, ihr könnt Tattoos machen. Und so weiter und so fort. Also es wird einiges wieder dazukommen, beziehungsweise ein ja, Comeback feiern, weil das Ganze kennt man ja schon im Grunde genommen aus San Andreas. Und das Ganze wird auch wieder in GTA 5 zurück sein. Und ich glaube einfach mal, dass Rockstar Games nicht ihr Mund zu voll genommen hat, wenn die gesagt haben, dass es ihr größtes Spiel wird. Und welches Feature noch zurück ist, ist der Immobilienkauf. Ihr könnt diesmal Häuser kaufen, ihr könnt Villen kaufen und auch nur einzelne Garagen. Und ihr könnt auch Unternehmen kaufen. Einen ähnlichen Zweig gab es schon in GTA Vice City Stories für die PSP und für die PlayStation 2 im Nachhinein, wo ihr zum Beispiel Kokainhandel machen konntet, also einen Drogenhandel, einen Schmugglerhandel, Bordell, also Prostitution, darauf gehen konntet. Ihr könnt also einfach auch wieder Geld im ja, nebenbei verdienen, um somit euer Kapital wirklich zu erweitern, um auch wahrscheinlich Respekt zu erlangen.
Und es sieht wirklich genial aus. Oh, die News lassen wirklich einiges auf sich erwarten, hoffen. Und im Hintergrund konntet ihr gerade die ganzen coolen Screenshots sehen. Wenn ihr die drei Trailer noch nicht gesehen habt, die vor 2 oder 3 Tagen erschienen sind, die werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung posten. Da wird jeder Charakter einzeln vorgestellt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir einfach mal eure Meinung zu den ganzen Infos in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja dem Video auch einen Daumen hoch geben. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich bin raus. Ciao, euer Palmer.